Da bin ich jetzt aber gespannt, was die größte Blume der Welt ist. Ich hatte das eigentlich nur aus Scherz gefragt. Aber wenn du mir diese Frage beantworten kannst, freut mich das natürlich mehr. Dann kann ich vielleicht noch was dazulernen. Garantiert. Der Name der Blume ist berechtigt, denn die größte Blume der Welt nennt sich Titanwurz. Sie kommt ursprünglich aus Sumatra. So schön und gewaltig sie auch ist, eignet sie sich nicht als Geschenk oder Blume für zu Hause, denn sie duftet nicht lieblich, sondern stinkt bestialisch nach verwesendem Fleisch. Mit ihrem Gestank und ihrer ausstoßenden Wärme lockte sie Käfer an, die für die Bestäubung sorgen. Ne? Also Gestank und Wärme sind nicht einfach nur so just for fun von der Blume, sondern haben auch noch einen logischen Hintergrund. Wenn die Titanwurz blüht, sieht es beeindruckend aus und ist weltweit einzigartig schön. Kann ich dir nur empfehlen, sich hier sowas mal anzuschauen, aber dann auch wohl besser die Nase zuzuhalten. Diese Schönheit ist jedes Mal eine große Attraktion in botanischen Gärten. Schon allein die Knolle wiegt über 110 Kilogramm. Die bislang größte Knolle weltweit wog 117 Kilogramm. Die größte Titanwurz ist zurzeit 3,20 Meter hoch. Sie ist zwar die größte Blume der Welt, aber man sollte sich nie eine nach Hause holen. Immer dran denken. Für den Heimbedarf gibt es vom Duft her geeignetere Blumen als die Titanwurz. Und wer weiß, vielleicht auch noch schönere. Denn hier ging es ja nicht um die schönste oder um die bestduftendste, sondern um die größte Blume der Welt. Das war ja auch wieder sehr informativ. Dann bin ich mal gespannt, ob du es tatsächlich zum Rhein schaffst, Luzi. Wieso? Gibt es denn etwas, was mich davon abhalten könnte? Seit kurzem gibt es dort eine Maus, die keinen weiterlässt, der ihre Fragen nicht beantworten kann. Na, das klingt ja dann nach einem würdigen Gegner für mich, nicht wahr? Gut möglich. Wenn du den Hauptweg weiterläufst, geht es irgendwann auch wieder bergab und dann wirst du den Rhein schon sehen. Du bist also schon sehr nah an deinem Ziel. Alles klar, liebes Glücksschweinchen. Dann danke ich dir recht herzlich und sage Tschüssi.